Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahn Union. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute möchten wir euch wieder eine Neuheit vorstellen, und zwar einen Kesselwagen der Firma Ikra. Hier steht er schon, den werden wir uns gleich natürlich im Genaueren anschauen. Ein paar Informationen zum Vorbild gibt es außerdem, und natürlich werden wir uns auf die Modellbahn begeben. Der Fahrplan steht, viel Spaß! Fangen wir mit einigen Informationen zum großen Vorbild an. Und da fangen wir erst ganz vorne an, und zwar bei der Bezeichnung unseres Kesselwagens. Wir haben hier die Bezeichnung ZACNS88. Wofür steht das alles? Fangen wir vorne an. Wir haben einen großen Buchstaben Z. Im Güterbereich steht dieser Buchstabe für Kesselwagen. Man muss sich das so vorstellen, alle Güterwagen, die unterwegs sind, sind eingeteilt in verschiedene Gattungen. Und für Kesselwagen ist es der Gattungsbuchstabe Z. Der Gattungsbuchstabe wird immer groß geschrieben und steht immer am Anfang. Die kleinen Buchstaben, die dann dahinter stehen, stehen für die Eigenschaften dieses Waggons. Und wir haben hier nach dem Z ein kleines A stehen, und das steht bei uns für vier Radsätze. Das heißt vier Achsen, zwei vorne, zwei hinten. Das C steht für die Entladung durch Druckluft oder Luftstöße, heißt also, dass der Inhalt dann beim Kunden über Druckluft oder Luftstöße dann entladen werden muss. N steht bei uns für Lademaße bei Lastgrenze, und das S zuletzt für eine Höchstgeschwindigkeit für 100 km/h, und die 88 steht für eine Typenbezeichnung. Unser Kesselwagen, den wir hier haben, er ist ideal geeignet für Transportgüter mit mittlerer spezifischer Dichte. Darunter fallen zum Beispiel Diesel, Heizöl, Styrene, Rapskernöl, Anilin oder Transformeröl. Wir haben hier eine hohe Zuladung dank niedrigen Eigengewichtes des Wagens selbst. Wir haben optional die Möglichkeit, Sicherungskonzepte hier im Wagen verbaut zu bekommen. Darunter zählen zum Beispiel Entgleisungsdetektoren, Überpufferungsdetektoren und Crashpuffer. Wir haben hier keine Leiter verbaut. Das sieht man hier in der Mitte am Modell auch sehr schön. So ist es beim Vorbild logischerweise auch so. Wir haben hier eine sogenannte Undock-Leiter. Man hat darauf reagiert, dass bekanntlicherweise ja Jugendliche es als Mutprobe empfinden, auf Kesselwagen, die irgendwo abgestellt sind, hochzuklettern und dann Posenfotos oder so zu machen, und es dann leider Gottes immer zu Überschlägen der Oberleitung kommt. Um dem entgegenzuwirken, hat man beim Hersteller reagiert und hat sogenannte Undock-Leiter dann hier verbaut. Das heißt, wir haben hier oben nur einen kleinen Ansatz der Leiter. Der Rest der Leiter ist nicht mehr am Wagen fest montiert, sondern wird dann am Ende des Transports dann beim Kunden dort angehangen, sodass die Mitarbeiter, die dann auch wirklich auf das Dach müssen, dann relativ einfach, wie früher auch, dann oben auf das Dach steigen können. Wenn die Beladung oder Entladung beendet ist, kann man diese Leiter dann hier wieder aushängen, und es ist sicher, dass dort dann keiner mehr hochklettern kann. Wir haben hier eine Länge über Puffer von 15 Metern, und der Tankinhalt dieses Kesselwagens sind 88.000 Liter. Kommen wir nun zum Modell in 1 zu 87. Da schauen wir uns erstmal an, wie kommt der Wagen zu uns. Wir haben hier die wunderschöne Umverpackung, wo der Wagen auch sicher drin verstaut ist. Dann der Wagen selbst. Dann haben wir einmal hier unser Ersatzteilblatt, wo auch alles nochmal ganz genau drauf aufgemalt ist. Und dann haben wir einen Zurüstbeutel, kommen wir gleich zu. Und dann haben wir noch hier ein kleines Kärtchen, wo einmal die Modellnummer draufsteht, einmal der Name der Firma, ein QR-Code, wo man dann halt auch die Firma bei den Social Medien finden kann. Zurüstbeutel ist ein ganz besonderes Thema. Wir haben viele Zurüstteile dabei, die man selber noch montieren muss. Darunter zählen zum Beispiel die Puffer, die Bremsschläuche, die Kupplung, einmal für den Betrieb und einmal die Modellkupplung, den Rangiergriff, den wir jetzt hier schon montiert haben, und dann einmal hier am Längsträger die Vorrichtung zum Verzurren, wenn der Wagen auf Übersee geht. Die Montage der Zurüstteile ist relativ einfach. Das sind ungefähr 2-3 Minuten, dann hat man die Teile montiert. Mein Tipp, den ich euch gebe, die Längsteile, die wir jetzt hier sehen, das sind die Utensilien, die man zum Verladen auf Schiffen braucht. Dort werden die Waggons dann sozusagen niedergezurrt. Da würde ich euch empfehlen, dort einen Tropfen Kleber zu verwenden. Stellt sicher, dass die Teile nicht während des Betriebs abfallen und dann auf einmal verschwinden.
Wir haben hier auf den Seiten vorne die Rocco-Kurzkupplung mit dabei für den Modelleisenbahnbetrieb. Ganz einfach zum Stecken. Wenn man aber dann den Wagen in die Vitrine stellen möchte, dann hat man die Möglichkeit, einmal hier die Bremsschläuche, die damit bei sind, zu montieren und auch die Zughaken auf beiden Seiten. Im Betrieb auf der Modelleisenbahn kann man diese Teile nicht stecken, denn die Kupplung hat sonst keinen freien Gang in den Kurven und im schlimmsten Falle würde der Wagen dann entgleisen. Also die Teile leider nur für den Vitrinenmodus möglich. Kommen wir nun zu ein paar technischen Details dieses Wagens. Der Wagen wird in DC-Gleichstrom geliefert. Wir haben einen Kupplungsschacht nach NEM-Norm. Dann haben wir beide Seiten kurzkupplungsfähig. Das heißt, wir können Kurzkupplungen montieren. Der Eigentümer, wie eben beim Vorbild ja schon gehört, ist ERR. Auch schön auf beiden Seiten draufgedruckt. Und wir haben hier einen Wagen der Epoche 6. Kommen wir am Schluss unseres Videos noch zur Artikelnummer. Wir haben hier die Artikelnummer 9621000 und die 5. Und das war es auch schon mit unserem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Sollten Fragen eurerseits jetzt noch offen sein, könnt ihr gerne unten in die Kommentare eure Frage reinschreiben oder uns direkt eine E-Mail schreiben. Solltet ihr den Wagen gerne haben wollen, auch kein Problem. Einfach auf unserer Internetseite modellbahnunion.com gehen und dort im Shop danach suchen. Das war's von mir. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und tschüss.